Shalom Aleichem, täglichen Tanja, 5. Tishrei, Schaltjahr, Aseret Yemei Tshuva, die Tage zwischen Rosh Hashanah und Yom Kippur. Wir sind in Igeret HaKodesh von dem Alten Rebbe, Brief 20. Haben wir gesehen, dass die Mitzvot in Malchut, hey, und die Torah ist in so, in Wov. Also der Name von Hashem hat Yud, Hei, Wav und Hei. Und die Mitzvot ist in Hei und die Torah ist in Wav. Obwohl oben die Mitzvot sind in die weiße Seite des Schädels, das ist die andere Teil von dem Schädel, was kommt auf die Teilung auf 613 Seiten von der Torah, weil die Torah stammt von Chochme Eloi. Weil wir haben gesagt, dass die Runterkommen in diese Welt von der Spaltung des Meeres war so wie ein Geburt und später die Torah ist wie eine Samen, die war früher in dem Weißen von dem Schädel, die kommt hier runter. Das heißt, die Torah ist eine Chochma, ist eine Weisheit, aber es ist eine verborgene Weisheit. Es gibt sehr viele Mitzvot, wo du machst die Mitzvah ohne zu verstehen, aber es gibt einen Grund, es gibt bestimmt einen Grund, warum soll man nicht trennen milchig und fleischig, warum muss man Zdaka geben, warum muss man unterstützen Kranke oder begleiten Tote, sie zu waschen. Stimmt, der Logik verstehst du, aber das ist Hashems Mitzwe genauso, das, was du verstehst in deiner Logik und auch das, was du nicht verstehst. Aber das ist ein Stempel, die sich dreht auf beide Seiten. Einmal, es gibt so einen Stempel, wo es dreht sich, von oben nimmt er die Tinte und unten gibt er dem Stempel so eine Tick-Tick. Und der Stempel geht nach innen. Früher, der Stempel muss man so legen in eine blaue Kissen. Bumm, bumm. Einer nach dem anderen. Heute gibt es Chosoma Mishapech, heißt ein Stempel, der sich dreht, umdreht. Und der Stempel, das ist so eine Vierecke. Und es geht nach innen zu holen die Tinte. Und du druckst und es geht runter. Genauso, alles was passiert in dieser Welt, es ist immer verbunden oben und unten. Es wird nicht stempeln unten, ohne dem, dass er nimmt die Kraft und Chayut und Leben von oben. Aber es sieht aus, als ob es ist getrennt. Weil du siehst die Stempel unten, du verstehst nicht, es hat Kontakt mit dem Tinte, die er holt. Darum steht geschrieben, jeden Mitzvah, die man tut, ist man verbunden mit dem Sof. Aber wenn einer lernt Torah einfach als Theoria, einfach als Weisheit, nicht um zu üben und zu tun, es wäre besser, dass seine Mutterleib nicht gekommen. Das heißt, die Schilia, die Mutterleib, ist gekommen von den Tropfen. Und sie ist die Hauptsache. Und die männliche Seite und die weibliche Seite kommen miteinander. Also die Tropfe und die Schilia. Die Tropfe ist die männliche Kraft und die Schilia ist die Mutterleib. Und genauso die Mitzvot, es reicht nicht, sie sollen bleiben nur abstrakt, so wie Tropfe, so wie Weisheit in die Gehirn, die Weiße in den Schädel. Sondern die Mitzvah ist eine körperliche Sache. Man muss sie wirklich umsetzen. Du nimmst ein Glas Wasser und das Wasser ist eine Schöpfung von Gott und du sagst, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, shehakol nehyah bidvarei. Man trinkt. Durch die Mitzvah, die hast du ausgeübt, hast du geschafft zu verbinden Himmel und Erde. Die Bracha hast du gemacht für Havaye. Havaye ist der Buchstaben von Gott. Und wie gesagt, Hey ist die Mitzvot und Vav ist die Torah. Und zusammen, wenn man macht eine Bracha, man verbindet das, was steht geschrieben in die Torah. Die Torah hat uns befohlen, Ve'achalta ve'savata u'berachta. Du sollst essen, du sollst satt werden. Und berachte es, Avaya Leikecho, sollst du
dem Hawaii Menschen segnen. Und so verbindest du den obersten Stempel mit dem untersten Stempel. Ayashikoyach.